Also vertätscht. Und ich sage, Trommelwirbel ab. Und hey! Oh nein! Es schwebt. Schau, es schwebt. Siehst du? Aber leider ist es nicht vertätscht. Aber dafür kommt es zu uns in die Galerie. Das heisst, ich schneide es jetzt mal abschneiden. Und hier hat es einen Ehrenplatz bei unserer Eiertätsch-Galerie. Mit dem Ampelhut, was mich sehr freut. Nadja, es hat leider nicht geklappt, aber ich danke dir fürs Mitspielen. Mhm. Und einen schönen Nachmittag gleich noch. Danke. Tschüss, Nadja. Ade. Dann spielen wir doch einfach noch die zweite Runde, und zwar mit der Magdalena. Hallo, Magdalena. Hallo. Du, wenn du jetzt einen Trunk könntest haben, den ich gemacht habe, und du wärst durchsichtig, was würdest du machen? Streich spielen. Und was für ein Streich? Jemandem auf die Schulter klopfen und nachher wissen sie nicht, wer es ist. Und dann würdest du vorspringen. Nein, musst du nicht mal davor springen, gell? Ja. Könntest du einfach nebendran bleiben? Mhm. Magdalena, das ist schon mal ein guter Streich, aber jetzt spielen wir zuerst spielen, ist gut? Ja. Das heisst, auch du kannst ein Ei auswählen, und zwar hat es noch grün, pink, orange und gelb. Was hättest du gern? Das pinke. Pinkige Ei. Und mit was für einer Farbe kann ich es anmalen? Den blauen Stift habe ich da ein bisschen vernachlässigt. Hier ist er. So, mit rot, blau, orange oder violett? Orange. Mit orange. Okay. Wie soll es aussehen, dieses Ei? Kleine Augen. Kleine Augen. Kleine Nase. Oh. Aha. Und ein grosses Maul. Oh, da hat jetzt ein Riesenmaul Platz. Du. Wow. Und es fehlt natürlich noch ein Hut, Magdalena. Mhm. Was hättest du gerne für einen Hut? Ein Strohhut. Ah, du weißt es schon, sehr gut. Ja. Einer von diesen grossen da. Ja. Gut, nehmen wir den da gleich. Und ab zu deinem Ei. Voilà. Und wie heisst es? Maggi. Maggi. Ist das dein Spitzname? Nein. Sondern? Einfach, ich warte einfach, dass es so heisst. Okay, das reicht ja. Gut, dann sage ich doch gerade mal Trommelwirbel ab. Und hey! Das war ein Flug! Hey, Magdalena, super! Wenn wir es uns noch mal anschauen, wie es ausgesehen hat in der Zeitlupe, was meinst du? Ja. Ein super Flug, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal schauen, ganz genau, wie das Ei aufgetatscht ist. Und da sehen wir es. Hey, ein herrlicher Flug und hat ganz knapp noch, ist noch ganz knapp in der Pfanne gelandet. Zum Glück. Und das heisst, du hast gewonnen, und zwar der Junior Karabinerhaken. Dort hat es eine Stoppuhr drin, es hat einen Wecker drin und natürlich einen Kompass. Viel Spass damit, Magdalena. Merci. Bitte, und noch einen ganz schönen Nachmittag. Tschüss. Ciao. Ja, also, gespielt haben wir ja jetzt. Das heisst, endlich kann es losgehen. In wenigen Sekunden bin ich durchsichtig. Krass. Also ab ins Labor. So, jetzt bin ich aber gespannt, ob das funktioniert. Okay. Es kräuselt so. Funktioniert. Ich werde unsichtbar. Hey, es hat funktioniert. Die Frage ist jetzt nur, wie werde ich eigentlich wieder sichtbar? Also überlegen wir etwas und finden hoffentlich eine Lösung für euch. Gibt es auf jeden Fall jetzt Jackie Chan. Er ist cool. Und er will Weltmeister werden. Der Weltmeister im Streichen spielen. Mal im Ernst, ich habe mehr Scherze auf Lager, als diese Stadt hier Einwohner hat. Dann beweis es. Ist ja nicht zu fassen. Die fahren voll auf mich ab. Logo, ausser ein Streich geht in die Hose. Typisch Andy, von Montag bis Freitag um 12 Uhr bei Junior. O Herrscher von Amboss, entfalte deine Zauberkraft! Ägypten ist in Gefahr. Vielleicht ist er nicht alleine. Vielleicht unterstützt ihn eine sehr große Macht. Du meinst doch wohl nicht die Mächte des Herrn von Omboss? Nur jemand kann die dunkle Macht bekämpfen. Der Papyrus. Aber kann er den Kampf gewinnen? Süße Träume. Papyrus. Jeden Samstagmorgen um 5 über halb 8 Uhr. Bei Junior. Das
Live ist in. Darum schalt ein. Jeden Tag vom Montag bis Freitag immer 10 vor 12 und 10 vor 1. Mit ein bisschen Glück kannst du mit uns gamen. Leute an unter 043 495 90 60. Und schon bist du dabei. Wir freuen uns auf dich. Mickey Mouse, diese Woche Detektiv-Geheimstift mit UV-Lampe. Macht unsichtbare Schriften sichtbar. Mickey Mouse, jeden Dienstag neu.